Herzlich willkommen zum zweiten Video unserer Winterserie zum Thema alte Obstbäume schneiden. Wir schneiden für euch wieder drei Obstbäume, die vorher 15 Jahre lang nicht gepflegt worden sind. Den ersten Teil der Serie, den hat es bereits letzte Woche für euch gegeben. Jetzt kümmern wir uns um den zweiten Baum. Bei dem haben wir ja im Vorjahr nur drei Schnitte gehabt. Wir haben nur drei dicke Leitäste hier herausgenommen. Heuer werden es ein paar Schnitte mehr, aber auch nicht viele. Ganz, ganz wenig Arbeit. Viel Spaß beim Video. Der Baum hinter mir, der ist ja von Natur aus sehr, sehr steil und eher kräftig gewachsen. Im letzten Jahr haben wir ihn dann drei Leitäste herausgenommen und probiert ihn etwas zu öffnen, damit wieder etwas mehr Licht in die Krone hineinkommt. Wir haben geschaut, dass wir ihm nur wenig schneiden, weil er im Vorjahr einige Früchte getragen hat und der Blütenknospenansatz ein mittlerer war. Jetzt hat er dann im Jahr 2019, also im vorigen Herbst, reichlich Äpfel gehabt. Einfach gut ausgewogen und wir sehen jetzt hier wieder, er hat einige Blütenknospen, aber wieder so wie im Vorjahr, einfach ein moderater Ansatz, nicht zu viel, nicht zu wenig. Eigentlich, wenn kein Spätfrost und kein Hagel kommt, ideal. Deswegen, weil es im Vorjahr so super funktioniert hat bei diesem Baum, moderat und nur ganz wenige Eingriffe zu machen, machen wir das heuer wieder. Und dieses Mal haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir ihn in der Größe etwas reduzieren. Wir wollen schauen, dass man wieder mehr Äpfel nur von einer kleinen Leiter aus beernten kann, ohne dass man in den Baum hineinklettern muss. Das ist das Ziel fürs heutige Video und jetzt schauen wir uns an, wie wir das erreichen. Dadurch, dass der Behang im Vorjahr ein guter war, aber auch kein übermäßiger, haben wir dann ganz spät im Jahr hier im Inneren noch einmal einige Wasserschosser bekommen. Diese nehme ich ihm jetzt raus. Die Wasserschosser sind eben diese ganz steil stehenden Triebe hier im Inneren des Baumes, die dann aus dem mehrjährigen Holz kommen. Die bringen uns im kommenden Jahr keine Früchte und werden einfach jetzt ansatzlos entfernt. Wenn man Wasserschosser entfernt, dann ist eines dabei ganz besonders wichtig. Und zwar, dass man sie ganz entfernt. Das heißt, man muss sie wirklich ohne Stummel wegschneiden oder dünne Wasserschosser kann man sogar herausreißen. Das Beste ist überhaupt, wenn man sie direkt, nachdem sie entstanden sind und nur 20-30 cm lang sind, noch grün sind, herausreißt und sie gar nicht jetzt bis zum Winter im Baum belässt, damit sie sich erst gar nicht verholzen. Das Herausreißen der Wasserschosser kann nicht nur einerseits sehr, sehr schnell gehen, sogar schneller als mit der Schere, sondern so kleine gerissene Wunden, raue Wunden, können auch besser verheilen als geschnittene mit einer Schere. Das Gleiche haben wir auch beim Menschen. Wenn ihr raue Wunden habt, wo ihr zum Beispiel aufschürft, dann verheilen diese oft innerhalb kurzer Zeit problemlos. Man hat keine Narben. Nach einigen Jahren kommt man nicht auf die Idee, dass da jemals was gewesen wäre. Wenn man sich aber einschneidet mit einem Messer, zum Beispiel mit einer Glasscherbe, dann hat man oft, selbst von kleinen Schnitten, lange Zeit Narben. Und so ist es beim Baum auch. Kleine gerissene Wunden verheilen oft schöner als sauber geschnittene. Nachdem wir jetzt alle Wasserschosser entfernt haben, machen wir uns jetzt daran, Triebe, die sich stark überkreuzen oder Astpartien, wo es einfach zu dicht wird, etwas aufzulockern und herauszunehmen. Ein Beispiel dafür haben wir hier. Auf diesem Ast haben wir einerseits hier, aber auch hier Verzweigungen, die sich stark mit anderen verkreuzen, die hier auch sehr fruchtbar sind. Das würden sicherlich kleine Äpfel werden, wenn hier alles gut befruchtet wird. Da nehmen wir jetzt einfach immer wieder mit einem Schnitt möglichst effizient Äste heraus. Ich schaue jetzt hier, dass ich stummelfrei, aber mit dem Saftstrom schneide. Das heißt, ich will einerseits möglichst kleine Wunden machen, aber dem Baum hier die Chance geben, dass er das gut verheilt. Wenn ich jetzt hier manchmal gerade schneiden würde, würde ich hier einen unnötigen Stummel aufbauen. Das probiere ich zu vermeiden. Es geht wirklich darum, mit dem Saftstrom zu schneiden. Genau das Gleiche mache ich hier.
Und somit habe ich jetzt einfach nur zweimal steile Äste, die hier ins Innere geragt sind, herausgenommen, habe aufs etwas flachere, fruchtbare Holz nach außen abgeleitet und nach genau diesem Prinzip arbeiten wir jetzt einmal den Baum durch, sowohl hier unten vom Boden als auch dann oben von der Leiter. Wenn wir jetzt übereinander liegende Äste haben, so wie in diesem Fall, dass die beiden hier wirklich parallel verlaufen, dann suche ich mir am liebsten einen dieser beiden aus, der leicht aufrecht steht, weder steil noch hängend, leicht aufrecht, das ist mir immer das Liebste. Das heißt, in dem Fall nehme ich ihm jetzt ganz einfach den Ast, der hier auf dem Boden hängt, wieder raus und habe mit einem Schnitt schon wieder alles an diesem Ast erledigt, stummelfrei herausgenommen, auf leicht aufrecht stehendes, durchaus flaches Holz geschnitten. Das ist das, was uns langfristig am fruchtbarsten ist und das ist das, mit dem wir auch am besten arbeiten können, um wirklich wie bei einem Trichter ins Innere des Baumes Licht zu bekommen. Hier jetzt im Wipfel probiere ich, das Gesetz der Saftwaage einzuhalten. Dieses Gesetz, das besagt, dass immer die Knospe, die am höchsten angeordnet ist, immer die Knospe, die am höchsten steht, am stärksten austreibt. Und weil wir natürlich keinen unterschiedlich starken Austrieb möchten, versuchen wir jetzt, dass wir rund um den Baum möglichst dieselbe Schnitthöhe einhalten, damit wir einen gleichmäßigeren Austrieb haben. Das ist natürlich nicht immer genau einzuhalten, es muss auch keiner mit dem Lineal gehen. Aber wo es möglich ist, dort versucht man es. Es ist aber trotzdem hier jetzt die Kunst, den Baum nicht zu stark zu schneiden. Wir haben gesagt, wir haben einen moderaten Fruchtansatz, einen moderaten Blütenknospenbesatz. Ein zu starker Schnitt, der wird sich negativ auswirken. Deswegen nehme ich ihm jetzt zum Beispiel solche Äste hier heraus und probiere aber schon wieder die ersten etwas schwächeren Äste stehen zu lassen. Ich habe den Baum jetzt sicher um 1,5-2 Meter an dieser Stelle eingekürzt und circa das probiere ich jetzt vom Höhenniveau auch auf den anderen Baumelementen, auf den anderen Ästen einzuhalten, wie zum Beispiel hier. Jetzt habe ich den Baum auch in der Höhe etwas zurückgenommen. Was jetzt noch fehlt ist, ich habe hier im obersten Kronenbereich jetzt noch viele Äste, die sich überkreuzen, wo es einfach viel zu dicht ist. Astpartien, wo mehrere Äste zusammenwachsen und das möchte ich jetzt noch etwas auslichten, aber wieder mit Gefühl, nicht zu stark. Was man hier sehr schön sieht, das ist die sogenannte Scheitelpunktförderung. Die Scheitelpunktförderung besagt, dass an einem Scheitelpunkt, beziehungsweise so wie hier der Ast sich nach oben biegt, am Scheitelpunkt an den höchsten Stellen der stärkste Neuaustrieb erfolgt. Sieht man hier sehr, sehr schön, hier unten haben wir überhaupt keinen Neuzuwachs bekommen und hier oben auf einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganz steile einjährige Triebe. Die nehme ich ihm jetzt heraus. Und da vorne, da schaue ich mir jetzt an, wie ich das Ganze etwas lockerer gestalten kann. In dem Fall habe ich zwei Äste, die wirklich parallel übereinander liegen und auch aufeinander aufliegen. Den oberen, noch schwächeren, nehme ich hier jetzt einfach einmal weg. Und jetzt probiere ich ihn hier vorne auch noch etwas einzukürzen. Wenn hier vorne jetzt nämlich an diesem Ast Äpfel hängen, und dann noch Wind dazukommt, kann es leicht passieren, dass solche Äste brechen. Davon hat niemand etwas. Deswegen versuchen wir diesen jetzt auch noch einfach etwas einzukürzen, so gut es von dieser Position geht.
wieder eine Menge geschafft. Wir haben jetzt alle Wasserschosser herausgenommen, wir haben den Baum in der Höhe etwas begrenzt, ihn wieder etwas heruntergenommen, eine Etage quasi tiefer gesetzt. Wir haben ihn noch etwas ausgelichtet, sich überkreuzende Äste, nach innen wachsende Äste herausgenommen. Wir haben auch viele Äste gehabt, die direkt übereinander gelegen sind. Das alles haben wir jetzt probiert, wieder etwas aufzulockern und ich denke, es ist ganz gut gelungen. Natürlich ist es immer noch kein Bilderbuchbaum, kann auch gar nicht anders sein. Er ist ja 15 Jahre lang überhaupt nicht gepflegt worden und hat jetzt erst den zweiten Schnitt bekommen. Etwas, was ich im letzten Jahr ganz, ganz oft zu diesem Baum gehört habe, ist: Dominik, du hast ihm ja die Mitte herausgenommen. Der Baum hat ja gar keinen Mitteltrieb mehr. Erstens einmal hatte er auch schon im Vorjahr vom natürlichen Wuchs her keinen Mitteltrieb. Und zweitens, das ist ein ganz, ganz häufiger Denkfehler. Es braucht nicht jeder Baum einen Mitteltrieb. Es muss nicht jeder Baum wie ein Christbaum wachsen. Das sind alles Strukturen, in die wir Menschen die Bäume hineinpressen. Natürlich wächst ein Baum von alleine auch spindelförmig, ähnlich wie ein Christbaum, aber nicht jeder und es muss auch nicht jeder so aussehen. Von daher, ich bin sehr zufrieden, was aus diesem Baum im vorigen Jahr wieder geworden ist. Der Blütenknospenbesatz fürs nächste Jahr, der ist okay, der passt wieder. Das heißt, ich freue mich bei diesem Baum auf eine reiche Ernte und werde euch wieder davon berichten dann, wenn es soweit ist und die ersten Früchte reif sind. Hättet ihr den Baum genauso geschnitten? Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann einfach unten in die Kommentare. Demnächst kommt auch schon dann das dritte Video zum dritten Baum, den wir in dieser Serie geschnitten haben. Wenn ihr die Videos auf keinen Fall verpassen wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis dahin, viel Spaß mit euren Bäumen. Schöne Grüße aus der sonnigen Wein- und Marillenstadt Poisdorf. Ciao.